Ja, du, herzlichen Dank und viele Grüße nach Berlin. Ganz lieben Dank für die tolle Anmoderation. Ja, bei mir dreht sich heute alles darum, also welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich oder welche Kompetenzen würden wir uns wünschen, dass Kinder, also unsere Zukunft, in den nächsten Jahren hat. Und ich würde einfach gerne damit beginnen, darüber nachzudenken. So, mein Vortrag ist ungefähr eine halbe Stunde lang, damit ihr ungefähr eine Orientierung habt und ich freue mich über jede Frage. Ich möchte damit beginnen, die Frage zu beantworten oder die Frage in den Raum zu stellen. Und vielleicht denkt ihr auch einfach mit, was sollen Kinder eigentlich in der Zukunft können? Also wenn sie dann erwachsen sind, nicht was Kinder, kleine Kinder können, sondern was sollen Kinder, wenn sie dann erwachsen sind, in 15, in 20 Jahren dann alles können? Und nicht viele von euch haben wahrscheinlich noch einen Fernseher und nutzen ihn regelmäßig, aber diese Bilder, die ich mitgebracht habe, die kennt ihr wahrscheinlich. Das sind zum einen Bilder, wie sie beispielsweise hier große Berge von Müll zeigen. Das ist das Bild verbunden mit dem Klimawandel von Eisbären, die ihre Eisflächen verlieren. Kreta muss ich euch nicht lange zeigen. Es sind auch die Erwartungen an die Zukunft, dass wir viele Tiere nicht mehr zukünftig in der freien Wildbahn erleben werden, sondern sie werden aussterben und wir werden sie zum Teil nur noch in Zoos und geschützten Einrichtungen quasi erleben. Es gibt Diskussionen bei unserer Zukunft, wo es darum geht, wird Trinkwasser überhaupt noch ausreichend da sein und Privatisierung von Trinkwasser? Und rund um diese Ressourcen und Quellen gibt es vielerlei Kriege, Auseinandersetzungen. Wir wissen, es waren noch niemals so viele Kinder und Menschen auf der Flucht wie aktuell. Ganz aktuelle Bilder, die ihr auch kennt, besonders betroffen sind immer Frauen und Kinder, auch wenn es um islamistische oder andere Terrorregimes geht. Seit 18 Monaten und für mich war es auch selbst spannend, ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass auch das natürlich ein Teil unserer Zukunft weiterhin sein wird, sind wir von Covid-19 und den Konsequenzen bemüßigt. Wir erleben radikale Änderungen, sehr schnell, zumindest regional, lokal, grundsätzliche Veränderungen unserer Lebensumgebung. Auf der anderen Seite, wenn wir über Zukunft nachdenken, gibt es natürlich auch ganz schöne visionäre Bilder, beispielsweise hier Solaranlagen. Also technologische Entwicklungen, die uns vielleicht die Welt dann doch auf eine ganz andere Weise erlebbar und erlebnisreich machen werden lassen. Wir haben sicherlich auch viele Chancen im Bereich der grünen Entwicklungen und vielleicht schaut unsere Welt dann doch eher so aus wie in den dramatischen Bildern, die ich jetzt eingangs gezeigt habe. Was uns auch in der Zukunft was auf uns in der Zukunft vorkommt, ist damit nicht ganz eindeutig. Und in den Wirtschaftswissenschaften spricht man dabei aufgrund dieser recht unterschiedlichen Annahmen und Entwicklungsmöglichkeiten über die Zukunft davon, dass unsere Welt eine sogenannte VUCA-Welt ist. Und diese vier Buchstaben VUCA, die beziehen sich auf diese vier englischen Begriffe, die ich einfach kurz erklären möchte. Aktuell leben wir in einer Welt, die sich dramatisch unterscheidet von der Welt, die sie vielleicht unsere Elterngeneration, unsere Großelterngeneration erlebt hat. Auch damals gab es natürlich große Umwerfungen durch Weltkriege und anderes. Aber erleben es zumindest so, dass wir viel mehr dramatische Entwicklungen nicht richtig gut abschätzen können. Wir leben in einer Welt, die unberechenbar ist, die unsicher ist, die wahnsinnig durch Komplexitäten geprägt ist. Also es gibt verschiedene Abhängigkeiten, Systemen von Faktoren, die wir schwer überblicken können und die uns letztlich in eine Situation bringt, dass wir auch in der Unsicherheit leben, was Wahrscheinlichkeiten angeht. Es lässt sich sehr schwer einschätzen oder mit diesen Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass es regnet, wie wahrscheinlich oder in welcher Art und Weise müssen wir Konsequenzen treffen, unser Leib und Leben oder unsere Häuser zu retten. Diese vier quasi Buchstaben, die VUCA-Welt ist quasi ein Begriff, wo Wirtschaftswissenschaftler vor allem eben sagen, das kennzeichnet unsere Welt. Das ist die Welt, auf die wir auch unsere Kinder und Jugendlichen vorbereiten sollten im besten Falle. Und da stellt sich natürlich die Frage an, was brauchen wir denn eigentlich dafür? Da können wir da irgendwas tun? Und die Vereinten Nationen geben dafür ganz konkrete Lösungen. Also wir als Weltgemeinschaft haben schon vor einigen Jahren uns dezidiert 17 Ziele auf unsere Agenda gesetzt, wo wir sagen, da macht Sinn hinzuarbeiten. Das sind Ziele, die wir als Weltgemeinschaft erreichen wollen. Das sind Ziele, die beispielsweise heißen Aktivitäten rund um den Klimawandel, um Gesundheit, um Vermeidung von Armut, um Essen für alle oder auch um qualitative Bildung. Diese Bilder, die ihr hier im Hintergrund seht, die sind euch wahrscheinlich vertraut und ihr habt sie jetzt auch in vielen Zeitungen und Zeitschriften gelesen.
Es geht nicht zuletzt auch darum, um gute Bildung, qualitativ hochwertige Bildung zu initiieren. Jetzt habe ich natürlich nur bisher gesagt, dass es eine sehr unsichere und nicht ganz klar ist, wie unsere Zukunft ausschaut. Wir wissen, dass es eine Idee gibt, welche Ziele wir uns konkret anpacken können, aber welche Kompetenzen wir brauchen, sind immer noch so ein bisschen unklar. Ich habe jetzt mal hier einen Vorschlag mitgebracht. Welche Kompetenzen könnten Kinder und Jugendliche als junge Erwachsene im besten Falle benötigen in so einer Welt? Und zum einen denke ich, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn sie großartige Ideen und Kreativität mitbringen, dass sie das Potenzial haben, neue Lösungen zu entwickeln für vielleicht noch nicht vorhersehbare Situationen. Dass sie darüber hinaus, und hier habe ich einen psychologischen Fachbegriff verwendet, auch sich als selbstwirksam erleben, dass sie persönliche Kompetenzen haben, sich als potenziell erfolgreich erleben, das Rüstzeug dabei haben, auch wirksam zu sein, denn nur dann werden sie etwas tun. Also nur selbstwirksame Personen, Menschen, Kinder versuchen auch etwas, weil sie selber die Erwartung haben, dass sie hier was tun können. Dazu gehören viele persönliche Kompetenzen, auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu organisieren. Darüber hinaus wünschen wir uns oder brauchen wir Bürgerinnen, die mündig sind. Das ist ein uralter pädagogischer Begriff, die Verantwortung übernehmen für ihre Gesellschaft, für unser Leben, für unsere Natur und auch entsprechende Werthaltungen mitbringen. Die Werthaltungen können beispielsweise auch sein, was alles, was in den von den Vereinten Nationen in Nachhaltigkeitszielen ausgedrückt wird. Und natürlich, wir sind umgeben von Technologie, wir nutzen sie heute, wir sind auch heute wahrscheinlich recht glücklich darüber, dass wir Technologie nutzen können. Wir müssen Technologien sinnvoll nutzen. Und das heißt natürlich auch kritisch. Also kritische Nutzung von Technologien wäre wahrscheinlich was, was auch absolut hilfreich wäre, um diese zukünftigen Herausforderungen zu begegnen, zumal wir sie gar nicht richtig definieren können, welche Richtung sie eigentlich gehen. Und heute würde ich mir gerne anschauen, was die Forschung dazu sagt oder was wir selber erfahren haben, was bei der Maker Education, beim Making mit Kindern und Jugendlichen passiert, ob denn diese Kompetenzen zumindest zu Teilen gefördert werden und ausgebildet werden. Nun muss ich ein bisschen ausführen für diejenigen, die vielleicht die Maker Education noch nicht ganz so vertraut sind, aber ich mache das nur ganz kurz, damit es auch niemanden langweilt von all den Profis, die hier heute auf dem Podium sitzen und auch zugeschaltet sind. Maker Education hat verschiedene Kennzeichen. Ganz allgemein geht es ums kreative digitale Gestalten von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein offenes Lern- und Arbeitskonzept, also ein deutlicher Unterschied zu vielen schulischen Unterrichtsangeboten. Es geht immer darum, dass durch Konstruieren, Machen, Gestalten etwas gelernt wird, also an einem konkreten Produkt, das auch digital oder virtuell sein kann. Es geht immer darum, auch gemeinsam mit anderen, also partizipativ und auch kollaborativ die Welt anders zu gestalten. Es ist in der Regel ist interdisziplinär und was da passiert, ist sehr häufig. Und Make Your School ist hier das allerbeste Beispiel. Auch in der Zielsetzung erfolgt die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Im Fachjargon würde es vielleicht heißen, soziale Innovationen mitzuentwickeln. Das Ganze geschieht in eigenen Räumen, in sogenannten Makerspaces, offene Werkstätten, die mit herkömmlichen und digitalen Werkzeugen ausgestattet sind, manchmal auf Zeit, manchmal auch fix und für alle immer zugänglich und wird eben als Maker Education bezeichnet. Und was da passiert ist, die Produkte, die dabei herauskommen, sind natürlich großartige Lösungen. Und ich selber bringe auch sehr häufig das Beispiel des Tamponspenders von Make Your School und habe schon gedacht, wahrscheinlich wird sie genannt, habe ein zweites Lieblingsbeispiel mitgebracht für eine von sehr, sehr vielen, von wahrscheinlich hunderten Ergebnissen, die wir in der Maker Education von Kindern und Jugendlichen entwickelt bekommen haben. Das hier ist das Trify, ein Fahrrad, das in Hattingen beim DGB Bildungsraum quasi auch installiert wurde, ursprünglich in einem Jugendhackathon von Jugend Hackt, also von Mediale Pfade, entwickelt wurde von drei Mädels und einem Burschen, die die Idee hatten, etwas Gutes zu tun, was gut für die Jugend, aber auch für die Gesundheit ist. Wer sich hier auf dieses Rad, auf dieses Fahrrad setzt, kann zum einen zunächst den Baum bewässern und im Anschluss wird damit dann auch ein freies WLAN produziert quasi. Also es ist eine von vielen Produktideen und Möglichkeiten, die entwickelt worden sind. Viele davon werden natürlich nur als Prototyp oder als erste Idee entwickelt. Einige werden auch wie dieses Beispiel realisiert. Also es gibt ein konkretes Ergebnis
Nebenkompetenzen, die Kinder und Jugendliche in Maker-Aktivitäten entwickeln können. Und auch morgen gibt es ja einige zu sehen, dann in der Live-Präsentation. Wir machen also in vielen Initiativen, und bitte, ich möchte die Kolleginnen entschuldigen, die hier keine Logos von sich sehen, in vielen Initiativen im deutschsprachigen Europa werden aktuell diese positiven Erfahrungen Maker Education gemacht. Jeder, der irgendwo aktiv war, dabei war, eine Aktivität betreut hat, hat erlebt, dass da was passiert. Er hat positive Dinge erlebt, dass Kinder, die eigentlich schlecht in der Schule sind, auf einmal aus sich herausgehen und sich einbringen, tolle Ideen haben und einfach schöne Lösungen entstehen. Nur es wurde ja erbeten, wir sprechen ja auch hier über wissenschaftliche Ergebnisse, darüber zu sprechen, was liefert uns eigentlich die Forschung? Also was wissen wir eigentlich tatsächlich? Was passiert in Sachen Kompetenzentwicklung in der Maker Education? Und da vielleicht vorneweg, die Herausforderung hier zu forschen, es ist eine echte Herausforderung hier zu forschen. Das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dass sich die Aktivitäten grundsätzlich immer unterscheiden. Ich habe eingangs gesagt, es geht immer um offene Lernaktivitäten oder auch Produktideen, die entwickelt werden. Es weiß keiner so genau, was in einer Maker Education Aktivität zum Schluss herauskommen soll. Die Prozesse sind vielleicht vorgegeben, ein paar Prinzipien, aber die Ergebnisse und die einzelnen Aktivitäten sind eben offen gestaltet. Hier ist es schwierig, Dinge zu vergleichen, systematisch, wie es vielleicht der wissenschaftliche Anspruch wäre. Das Geschehen ist also komplex und uneinheitlich. Und was hinzukommt bei dieser konkreten Fragestellung, Kompetenzen sind was sehr Komplexes. Die sind erstens gar nicht so einfach zu beeinflussen. Man kann sich natürlich zu Recht fragen, kann ich Kompetenzen durch kürzere Episoden in meinem Leben in Bezug auf Maker Education überhaupt beeinflussen? Und zum anderen sind sie auch schwer mess- bzw. erfassbar. Und ich habe im Folgenden einfach einige der Initiativen mitgebracht, die hier auch Forschung betrieben haben möchte, deren Ergebnisse skizzieren. Zum einen gibt es seit 2015 Maker Days for Kids, erstmals durchgeführt in Reichenhall, an der TU Graz und auch in Leipzig und Görlitz. Inzwischen wurden 8 Durchführungen gemacht und immer wieder wurden in diesen offenen Werkstätten auch begleitende Forschungsarbeiten durchgeführt. Die Maker Days for Kids ist quasi eine digitale, auf Zeit befristete offene Werkstatt, wo bis zu 60 Kinder und Jugendliche morgens quasi einfach kommen und an verschiedenen Arbeitsbereichen aktiv werden können. Es gibt ein wenig Struktur, indem es einführende Angebote gibt, Führungen zu Beginn, aber alles ist tatsächlich sehr offen gestaltet und der Tag schließt mit einem gemeinsamen Aufräumen und Präsentation der Ergebnisse, damit auch der Austausch nicht zu kurz kommt. Wir haben schon in der ersten Durchführung uns überlegt, was da eigentlich passiert und waren natürlich erstmal neugierig, funktioniert das eigentlich? Also die erste Durchführung war 2015. Was ist eigentlich das Maker Education? Können wir das überhaupt leisten? Und wir haben in Bezug auf die Kinder auch einfach geschaut, was machen die? Wo sind die den ganzen Tag? Welche Bereiche schauen die sich an? Erreichen wir überhaupt Mädchen und Jungen gleichermaßen? Erreichen wir Kinder aus unterschiedlichen Schultypen? Und zumindest in diesem ersten offenen Setting in einem Haus der Jugend hier in Bad Reichenhall durchgeführt, können wir all das bestätigen. Maker Education und die Idee, kreative Ideen zu entwickeln in einer offenen Werkstatt, kommt gut an. Wenn es keine Anmeldungen gibt, kommen auch die Mädchen genauso gerne wie die Jungs und führen auch gleichermaßen nur mit ganz kleinen, geringen genderspezifischen Unterschieden die Aktivitäten an unterschiedlichen Werkzeugen durch. In einer weiteren Studie haben wir uns dann genauer angeschaut, wie es in der TU Graz abläuft. Da ist die Maria Grandl ganz maßgeblich dabei, im Rahmen ihrer Doktorarbeit Forschungsergebnisse zusammenzutragen. Und in einem ihrer ersten Paper hat sie beispielsweise festgestellt, dass was auch immer da passiert in diesen Makerspaces für Kinder und Jugendliche, da wird Lernen innoviert. Die Kinder und auch die Betreuerinnen, angehende Lehrerinnen oder auch Lehrende werden damit konfrontiert, dass Lernen ganz anders stattfinden kann, wie es üblicherweise im Schulunterricht passiert. Beide dieser beiden Beiträge haben sich aber nicht dezidiert mit Kompetenzen beschäftigt, die ich ja eigentlich adressieren wollte. Und das hat eine dritte Beitragende gemacht bei den Maker Days, die Hanna Bunke-Emden, die in Leipzig genauer im Rahmen ihrer Masterarbeit untersucht hat, welche Potenziale für Kompetenzentwicklungen gibt es denn eigentlich? Und sie hat bei der Durchführung in Leipzig Interviews gemacht mit
mit Kindern und Jugendlichen und auch mit den Betreuenden, also sogenannte problemzentrierte Interviews, und wollte dabei herauskriegen, welche Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten oder welche Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten da gesehen wurden, also sein könnten oder auch gesehen wurden. Und zunächst hat sie ganz allgemein pädagogische Besonderheiten herausgearbeitet, die dieses spezielle Setting der Maker Days for Kids ausmacht. Sie hat beispielsweise geschrieben, es gibt oder identifiziert, dass es Freiräume gibt, die es üblicherweise sonst nicht gibt, Erfolgserlebnisse, die vielleicht abweichen von den Erfolgserlebnissen, wie Kinder und Jugendliche sie kennen, Herausforderungen anderer Art, es werden sehr viel komplexere Herausforderungen, Anforderungen gestellt und auch Gruppenarbeiten, die tatsächlich kollaborativ sind und nicht quasi erzwungen sind, sondern einfach für die Sache beitragen müssen. Und daraus entstehen Potenziale für die Kompetenzentwicklung. Ich lese hier einfach vor, ich denke, es ist sehr schwierig zu lesen. Sie hat identifiziert in diesen Interviews mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Selbstorganisationskompetenzen, Kreativität, Problemlösekompetenzen, kooperatives Peer-Lernen und auch soziale Kompetenzen, die hier durch dieses andere Setting verstärkt gefördert werden. Sie hat zudem sich auch angeschaut, aus ihrer Perspektive als Medienpädagogin, was denn medienpädagogisch anders ist. Und da sagt sie, da ist vor allem eine Charakteristik in den Maker Days, dass man verschiedene Möglichkeiten kennenlernt, weil man einfach überall hingehen kann. Also man wird nicht in einen Workshop quasi eingebucht, sondern lernt sehr viele unterschiedliche Dinge kennen, ähnlich wie es auch in den Werkstätten bei Make Your School der Fall ist. Und man kann unterschiedliche Gelegenheiten auch nutzen. Also man kann auch sehr intrinsisch motiviert sich mit verschiedenen Technologien auseinandersetzen. Und bezüglich der digitalen Technologien gibt es hier natürlich entsprechende Möglichkeiten, auch Kompetenzen zu entfalten, unterschiedliche Funktionalitäten kennenzulernen und Kompetenzen auch im Umgang zu entwickeln. Eine weitaus größere Initiative in Bezug auf Forschung und wahrscheinlich eine der größten, wenn nicht die größte, Forschungsinitiative im Bereich der Make Education in Europa ist die Do-It-Initiative, die 2020 beendet wurde, bei der in 10 Regionen in ganz Europa Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen vorbereitet und durchgeführt worden sind, die alle die Nachhaltigkeitsziele, die ich eingangs vorgestellt habe, adressiert haben und bei denen ungefähr 1000 Kinder mitgemacht haben. Und diese 1000 Kinder, waren auch Ziel der Forschung, der Begleitforschung, die relativ ungewöhnlich, weil es tatsächlich auch keine vergleichbare Forschung gibt, Kompetenzen adressiert hat. Und zwar schaut es folgendermaßen aus. Es wurde ein Programm entwickelt, das sogenannte Do-It-Programm, wo verschiedene Merkmale dieser Aktivitäten genannt und bezeichnet wurden. Es wurde aber tatsächlich ganz Unterschiedliches durchgeführt in der Schule, außerhalb der Schule, bei kleineren, also bei 6- bis 10-Jährigen, wie auch bei 11- bis 16-Jährigen. Es wurden Maßnahmen durchgeführt von 2,5 Tagen bis 4 Monaten. Die einzige Gemeinsamkeit war, dass es 25 Stunden durchgeführt wurde. Und man hat sich zwei Kompetenzen unter anderen Fragestellungen herausgesucht, die als maßgeblich und wichtig für sogenannte soziale Innovatoren, also für Menschen betrachtet werden, die die Welt gestalten können. Und die Forschung sagt da zum einen, das ist die Kreativität und zum anderen die Selbstwirksamkeit, so wie ich es auch eingangs auf einer Folie habe. Blöderweise lassen sich diese Kompetenzen jedoch nicht einfach so erfragen oder beobachten. Blöderweise. Weil auch Christine Kolbe sitzt auf dem Podium später. Sie können sicherlich auch hier gut Auskunft geben. Sie ist verantwortlich für die deutsche Durchführung. Also sie hat mit Mediale Pfade hier bei Duet den deutschen Part auch verantwortet und geleitet. Wir haben dazu standardisierte Testverfahren entwickeln und nutzen müssen. Und das passt natürlich eigentlich überhaupt gar nicht gut zur Maker Education, wenn wir auf einmal mit Befragungen und Zetteln zu den Kindern herantreten. Und das hat uns allen, glaube ich, ist auch mal sehr schwer gefallen, das durchzumachen. Wir haben die Kinder vorher und nachher mit diesen Testverfahren quasi belästigt, sage ich mal, was einfach sehr nicht gut gepasst hat. Aber dadurch haben wir auch die Möglichkeit, tatsächlich recht gute Einblicke, in unserem Fall auch positive Einblicke, die für die Aktivitäten sprechen, gewinnen zu können. Zum einen haben wir ein total überraschendes Ergebnis. Wir stellen nämlich fest, dass sowohl bei den jüngeren Kindern, das ist die blaue Linie oben, wie auch bei den älteren Kindern, der Posttest, also der Test nach der Durchführung der Aktivität, höhere Werte in Bezug auf Selbstwirksamkeit in Bezug auf, kann ich die Welt gestalten, bin ich ein sozialer Innovator, gestiegen sind.
Das ist insofern überraschend, weil in der Literatur wir bislang in ähnlichen Initiativen immer wieder gesehen haben, dass gerade bei den jüngeren Kindern entsprechende Aktivitäten eher zu einer, ich sag mal, realistischeren Selbsteinschätzung führt. Kinder und Jugendliche erleben häufig, oder vor allem Kinder, die jünger sind, erleben häufig mit solchen Aktivitäten, dass sie vielleicht doch nicht alles können und ihre Selbstwirksamkeit wird quasi auch ein bisschen realistischer. In diesem Fall haben die Aktivitäten aber dazu geführt, dass bei Klein und Groß die Kinder gestärkt aus den Aktivitäten herausgekommen sind, zumindest im Durchschnitt, was uns natürlich alle wahnsinnig gefreut hat. Der zweite Faktor, der zweite Kompetenz, Kreativität, auch hier haben wir Gott sei Dank glücklicherweise sehen können, nachweisen können mit sehr vielen Kindern, eben mit 1000 Kindern, dass es hier zwar nur geringe, aber tatsächlich signifikante Veränderungen gibt, positive Art. Die Testergebnisse nach den Veranstaltungen zeigen höhere Werte. Interessanterweise profitieren die weiblichen Teilnehmerinnen, die Mädchen, ein bisschen höher davon als die Jungen. Vielleicht da haben sie auch den Fragebogen dann irgendwie diesen Test quasi auch ein wenig anders ausgefüllt. Aber es sind natürlich erstaunliche und erfreuliche Werte. Es gibt noch ein drittes Forschungsvorhaben, das eigentlich keine Kompetenzen im Vordergrund hat, die aber auch zu einer spannenden Einsicht gekommen. Deshalb würde ich Sie gerne vorstellen. Das Projekt kennen wahrscheinlich sehr viele hier aus dem Raum. Es ist ein Schweizer Projekt, Making in der Volksschule. Eigentlich geht es bei dem Projekt rund um Björn Maurer und Selina Ingold darum, Makerspaces in Schulen zu entwickeln und einzuführen. Und sie haben sich ja auch mit einer Frage zu den Kompetenzen beschäftigt. Sie haben nämlich oder hinterfragen in ihren Forschungsarbeiten auch, ob vielleicht digitale Mündigkeit entsteht und entwickelt. Und sie argumentieren hier so, dass sie erleben und auch gesehen haben, dass es Denk- und Reflexionsprozesse gibt, die Kinder erleben und auch durchgehen müssen, wenn sie mit Technologien arbeiten. Also sie kommen auf Grenzen, sie versuchen, Technologien zu hinterfragen und man ist auch nicht immer glücklich über das, wie Technologien funktionieren. Und diese Auseinandersetzung ist quasi die Möglichkeit, hier auch im Bereich der digitalen Mündigkeit, in der Kritikfähigkeit, in der Auseinandersetzung mit Technologien etwas beizutragen und zu lernen. Zusammenfassend habe ich jetzt quasi nicht die gesamte Literatur zur Kompetenzentwicklung, aber ich glaube, die drei Highlights aus dem deutschsprachigen Raum, wo auch etwas zur Kompetenzentwicklung beigetragen wurde, vorgestellt. Und ich komme quasi zu einem recht positiven Ergebnis, was die Maker Education, deren Potenziale für Kompetenzentwicklung angeht. Die Dinge, die ich eingangs quasi postuliert habe über Erwartungen, was wir für Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen für die Zukunft, um Kinder und Jugendliche fähig zu machen, diese ungenaue oder unsichere Zukunft auch mitzugestalten, finden sich quasi alle wieder in diesen Forschungsergebnissen. Die Kinder werden kreativer, sie erleben sich selber nach solchen Aktivitäten als selbstwirksamer, also erfüllen die Voraussetzungen, haben persönliche Kompetenzen gewonnen, dass sie sich auch zutrauen, hier solche Probleme anzugehen. Und es gibt auch zumindest Hinweise davon, dass das, was sie salopp mit den Technologien erleben, tatsächlich auch zu einer kritischen Nutzung führen kann, dass sie natürlich vor allem da, wo konkret Nachhaltigkeitsziele oder entsprechende soziale Innovationsabsichten in die Maker Education Aktivitäten eingebettet sind, auch eine gewisse Mündigkeit und verantwortungsvolle Fertigkeiten in Bezug auf unsere Werte, die wir auch eingangs diskutiert haben, entwickelt werden können. Soweit könnten wir uns natürlich jetzt sofort zurücklegen. Sie werden danach noch sehr vieles darüber diskutieren, denke ich. Ich habe noch eine Anmerkung dazu, bevor ich quasi hier die Möglichkeit schließe, Ihnen was mit auf den Weg zu geben. Es gibt sicherlich weiterhin Herausforderungen. Also ich habe jetzt praktisch mich darauf fokussiert, welche Kompetenzen brauchen wir, welche Kompetenzen können wir entwickeln. Es gibt sicherlich noch einige mehr Herausforderungen in Bezug auf Maker Education. Das eine, das haben alle Macherinnen in der Schule oder bei Make Your School erlebt, Maker Education passt nicht immer so gut zu Schulen, Lehrplänen, Unterrichtskultur. Da tut sich die außerschulische Jugendarbeit oft ein bisschen leichter. Natürlich sind Schulen aber großartig und absolut wichtig, weil wir da eben alle Kinder erreichen können und vor allem auch die Mädchen sehr leicht erreichen können. Weitere Herausforderungen, und das hat sich jetzt nicht zuletzt durch Covid-19 und die Entwicklungen gezeigt, ist aber auch, und hier möchte ich auf die UNESCO verweisen, die praktisch neuen Empfehlungen ableitet aus den Erfahrungen, die gemacht worden sind in den letzten Monaten, dass unbedingt auch in den Lehrplänen weltweit Themen
stärker integriert werden sollen, wo es nicht um Inhalte geht, um Fachinhalte, sondern vor allem darum, dass Kinder und Jugendliche lernen und sich damit auseinandersetzen können, wie wir in Frieden mit unserer Umgebung, mit unseren Mitmenschen und auch der Natur leben können. Und das hier auch stärker in unserem Curriculars Unterrichtsgeschehen verankern. So, ganz herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich auf eure Fragen, hoffe, sie auch richtig beantworten zu können. Die Kernbotschaft soll aber sein, einfach weitermachen. Alles, was ihr bisher gemacht habt, was ihr macht, ist großartig und viel Vergnügen dabei. Machen. Vielen Dank, Dr. Sandra. Schön erstmal bis hierhin. Wir schicken den digitalen Applaus zu dir rüber nach Bad Reichenhall. Und natürlich könnt ihr auch gerne jetzt Fragen stellen an Sandra über ihren Vortrag, aber vielleicht auch darüber hinaus könnt ihr gerne in die sozialen Medien oder auch bei YouTube reinschalten. Und ich bin ja nicht alleine, sondern ich habe noch eine bezaubernde Co-Assistentin, Co-Moderatorin, die Franziska, die an einem hochmodernen Tisch sitzt, den ich euch nicht vorenthalten möchte, um erstmal zu schauen, wo kommen denn eigentlich die Fragen her, die wir jetzt Sandra stellen können. Und da kann man jetzt schon unser hochmodernes Telefon sehen, das quasi direkt nach Instagram Mania schaltet sozusagen. Auch nicht zu verachten, der Fernseher auf der rechten Seite. Aber was rede ich eigentlich, Franziska? Was gab es denn so im Chat? Ja, es kamen einige Fragen rein. Es sind ganz verschiedene Themenfelder und die erste würde ich jetzt gerne erstmal stellen. Und zwar, muss denn Making immer was mit Technik zu tun haben oder funktioniert Making auch im sozialen oder gesellschaftswissenschaftlichen Bereich? Und die Frage, die schicken wir direkt rüber. Da bin ich natürlich jetzt ganz salopp drüber, bin ich weggegangen. Making hat, muss nicht digitale Technologien verwenden, verwendet aber sehr häufig auch digitale Technologien. Also nicht jede Maker-Aktivität muss mit digitalen Technologien zu tun haben. Es gehört aber quasi zu dieser Bewegung dazu, dass man sich auch dieser Technologien bedient, so wie man sich alle anderen Werkzeuge bedient. Und natürlich ist es ein besonders spannender Aspekt für viele, gerade auch für Fördergeber in dem Bereich. Aber das heißt nicht, dass jede Aktivität in jedem Fall digitale Technologien einsetzen muss. Und ich glaube, es gibt sogar noch eine Frage, die wir vielleicht mit dazu schießen können, Franziska. Genau, weil es wurde gesagt, dass Kompetenzen oder diese Art von Kompetenzen ja schwer messbar sind. Und jetzt stellt sich die Frage, das ist vielleicht auch gleich was, was wir noch weitergeben können aufs Podium, aber jetzt erstmal interessant, was Sandra Schön dazu sagt, ob Making dann im Schulsystem überhaupt integrierbar ist, wenn es eben ja schwer messbar ist. Also grundsätzlich habe ich ja schon auch in meinem Ausblick gesagt, also wir haben die Erfahrung gemacht, auch wenn wir mit Partnern reden, auch in der Do-It-Initiative beispielsweise, die erlebt haben, in die in Schulen gegangen sind oder die auch außerschulisch aktiv waren, dass es häufig schwieriger und herausfordernd war, in Schulen aktiv zu werden, weil es ja einfach noch ein bisschen andere mit anderen Kulturen und Mindsets zu tun hat, wie es typischerweise in der außerschulischen Bildung, zumindest im deutschsprachigen Europa, ist. Da kennt jeder offene Lern- und Lehrsettings. Jugendarbeit erfolgt meistens recht offen, partizipativ, auf Augenhöhe. In der Schule haben wir sehr häufig auch ein bisschen andere Bedingungen. Wir haben auch, es geht auch sehr stark um Wissensvermittlungen. Lehrerinnen haben eine andere Rolle, häufig auch eine disziplinarische Rolle. Und da ist es natürlich eine größere Herausforderung, in Schulen zu arbeiten. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass es nicht möglich ist. Ich habe auch genannt, es ist absolut wichtig, dass Maker Education in die Schulen kommt. Es ist eine wunderbare Herausforderung auch für das System Schule, für Lehrerinnen und Eltern, sich auch quasi der Schule zu bemächtigen, als Möglichkeit, die Schule mitzugestalten, wenn es auch mit einer Öffnung der Schule verbunden ist, was ja Maker Education per Definition soll. Man soll ja auch mit anderen zusammenarbeiten können in der Schule. Dass man Kompetenzen jetzt schlecht messen kann, das ist bitte ein akademisches Problem. Also das soll ein Problem der akademischen Forschung bleiben und sollte sich niemand als sein persönliches Problem zu eigen machen, wenn er Maker Education machen möchte. Jeden, den ich kenne, der in der Maker Education aktiv ist, ist begeistert von dem, was er tut, was sie tut. Es gibt sehr viel positive Erlebnisse und viele sagen, wir haben das gar nicht nötig, dass uns die Wissenschaft quasi erklärt und sagt, dass das, was wir machen, eigentlich gut ist. Wir erleben es jeden Tag. Also es ist kein Anlass zu sagen, das ist eine Einschränkung, wenn ich hier Herausforderungen wissenschaftlicher Natur skizziert habe, dass Kompetenzen schwierig zu messen sind. Wir erleben es. Wir brauchen natürlich auch diese Forschungsergebnisse für Fördergeber, für politische Strukturen. In diesem Fall war es ja auch ein großes europäisches Projekt, das finanziert worden ist und freuen uns auch, diese Ergebnisse liefern zu können. Quasi, aber es ist nicht ein individuelles Problem von Projekten, hier Kompetenzentwicklungen nachzeichnen und aufzeichnen zu können.
Es geht darum, hier mit Leuten zu reden und da spricht, glaube ich, die Idee und der Erfolg für sich. Also Vorteile und Nachteile sicherlich auch in deinen Forschungsergebnissen hast du bestimmt auch von anderen Seiten viele Vor- und Nachteile gehört. Gab es da Schlagwörter, die immer wieder aufgefallen sind? In Bezug auf Herausforderungen ist sicherlich wie bei allen technischen Projekten zu nennen, dass es nicht ganz einfach ist, immer Mädchen zu adressieren. Also gerade, und da haben wir auch extra gezielt versucht, viele Aspekte zu sammeln, die es uns möglich machen, hier den Anforderungen oder Erwartungen oder Gelegenheiten quasi auch nachdrücklich dazu so zu gestalten, dass Mädchen sich angesprochen fühlen und gerne mitmachen. Das geht zum einen Beispiel damit los, dass man unbedingt weibliche Tutorinnen braucht, dass man im besten Falle eine Lehrerin hat, die den Mädchen Mut macht, wenn es zum Beispiel ein Ausschlussangebot ist, auch dahin zu gehen oder eben Settings schafft, wo die ganze Klasse hingeht. Dass man bei der Werbung aufpasst, dass man hier nicht über Berufsprofile Werbung macht, die eher von Jungs angesprochen wird oder wo sich eher Jungs angesprochen fühlen. Im besten Falle verwendet man auch wenig technische Referenzen, um die Möglichkeiten zu erhöhen, auch hier Mädels zu gewinnen, die mit großer Freude und genauso viel Spaß dabei sind. Blöderweise unsere Gesellschaft uns aber oft einen kleinen Strich in die Rechnung macht. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, an der Technischen Universität, die eine TU ist, da steht Technik schon ganz groß drauf, werden immer sehr viel mehr Jungs angemeldet. Also da gibt es eine Anmeldung und das sorgt dafür, dass die Jungsplätze schon immer voll sind. Und wir, da wir uns dessen auch bewusst waren, haben quasi eigene Listen für die Mädchen. Und es dauert immer ein paar Tage länger, bis wir alle Mädchen haben, denen wir die Möglichkeit geben wollen. Also auch die Eltern agieren hier anders. Irgendwie ist dieses Making, weil es mit Technik zu tun hat, eher was für Jungs. Sie wird eher zum Telefon gegriffen, was natürlich absolut schade ist. Und wir müssen halt Settings schaffen, wo uns das gelingt, alle gleichermaßen zu erreichen. Das bedeutet natürlich auch, dass es andere Randgruppen gibt, denen wir die Möglichkeiten und Zugänge schaffen müssen, die sich vielleicht von Veranstaltungsorten wie einer TU abschrecken lassen, um sich hier das erleben zu lassen, was hier eigentlich alles passiert. Und die Schule ist sicherlich der beste Weg, aber halt nicht der einfachste. Also auf jeden Fall große Punkte, auch große Herausforderungen. Ihr merkt übrigens, ihr könnt jederzeit eure Fragen immer wieder anfügen. Wir haben das hier im Blick. Wir haben Franziska, die auch immer wieder auf die Fragen schaut und mir Bescheid gibt. Deswegen schreibt immer jederzeit gerne eure Fragen und eure Meinung rein. Aber eine Moderatorin hat ja auch immer Fragen. Und deswegen würde ich gerne noch eine letzte Frage zu dir rüberwerfen, Sandra. Jetzt so auch mit Blick auf wirklich diese spannenden Ergebnisse, die du mit uns geteilt hast. Ist es denn nach wie vor so oder täuscht das, dass es nicht sehr viel Forschung so zu Maker Education gibt? Oder wie entwickelt sich das weiter? Kann man davon im Prozess sprechen? Hat sich da schon viel getan? Tatsächlich ist es so, ich würde sagen, es gibt jetzt im Vergleich zu anderen, sage ich mal, aktuellen Forschungsergebnissen, also mit der Brille als Forscherin im Bereich des technologiegestützten Lernens, nicht ganz viel, sage ich mal, Forschungsergebnisse und Publikationen. Das liegt vielleicht auch daran, dass Forscherinnen nicht per se immer in diesem Bereich aktiv sind und sich vielleicht anderen Themen, die jetzt gerade so en vogue sind seit einigen Jahren, wie beispielsweise die Massive Open Online Courses, also freie Kurse, wo sich sehr viele Tausende von Menschen quasi anmelden, dass es hier vielleicht auch nicht ganz so nah ist, für viele Forscherinnen dran zu arbeiten. Es gibt wahnsinnig viele Berichte über Maker-Aktivitäten, aber tatsächlich gar nicht so viele Forschungsbeiträge, wie ich mir das auch wünschen würde, um auch wirklich die Potenziale nicht nur quasi als Anekdote beitragen zu können, unterstreichen zu können, sondern auch ein wenig mehr von diesen Fakten zu haben, auf die halt sich viele angewiesen sind, auch wenn es darum geht, Fördermittel, Fördergelder zu bekommen und zu begründen und aufzuzeigen, warum das ganz toll ist, was wir da eigentlich alle machen. Dr. Sandra Schön, erstmal vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr erkenntnisreich und super spannend, was du mit uns geteilt hast. Es geht Dank und Gruß zu dir nach Bad Reichenhall.